Servus Leute, ich habe neulich drüber nachgedacht, was man eigentlich machen kann als Fußballer, wenn man mal eine Phase hat, in der es nicht so gut läuft. Weil häufig, glaube ich, ist das Problem dabei, dass wenn man ein schlechtes Training hatte oder ein schlechtes Spiel und dann heimkommt zur Familie oder zu Freunden oder wo auch immer sonst sind, dass man dann diese Laune auch auf die Alltagssituation überträgt. Also dass man ja einfach ein bisschen genervter ist, leichter zu reizen. Ich finde, dass die Dinge, die auf dem Platz passieren, eigentlich schnellstmöglich abgehakt werden sollten, dass man dann bei Familie und so wieder ganz normal sein kann und wenn dann das nächste Mal es wieder auf den Platz geht, dass man dann auch wieder 100% geben kann. Damit man das gut akzeptieren kann, ist erstmal wichtig zu wissen, dass es ganz normal ist, dass jeder Fußballer oder jeder Sportler, jeder Mensch, egal ob Sportler oder nicht, durch diese Phasen geht, in denen es mal besser läuft und in denen es mal nicht besser läuft. So merke ich das zumindest bei mir. Und ich habe mal ein Buch gelesen von Bodo Schäfer und der hat davon von Wintern und von Sommern gesprochen. Also ein Sommer ist ein Hoch und ein Winter ein Tief. Und so wie es bei uns bei den Jahreszeiten ganz normal ist, dass auf einen Sommer halt ein Herbst und dementsprechend auch ein Winter folgt, ist es auch im Fußball zum Beispiel so, dass es ganz normal ist, dass es mal eben besser läuft und mal aber wieder nicht so gut. Und wenn es eben nicht so gut läuft, kann man sich aber auch sicher sein, dass wenn man einfach wieder weiter investiert, dass es dann einfach wieder nach oben geht. Damit sich das Ganze nicht zu sehr auf unseren Alltag überträgt, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man weiß, was einen außerhalb von dieser Sportart oder vom Fußball noch ausmacht. Bei mir ist es häufig so, dass ich gerade auch aktuell von vielen einfach als Trainer gesehen werde oder als der Fußballer. Also Manu ist der Fußballer, Manu ganz klar, ja, der ist Trainer. Und es ist auch ganz okay, dass es andere so sehen und dass andere vielleicht nur das von mir wissen, solange ich weiß, dass es noch viel mehr andere Dinge gibt, die mich ausmachen. Und ich glaube, gerade auch als Profifußballer oder Profisportler, und wenn ihr auch auf dem Weg dahin seid und den Weg vielleicht gehen wollt, ist es ganz wichtig, dass man ja einfach weiß, dass man nicht nur diese eine Sache gut kann und dass man nicht nur dieser eine Sportler ist. Ich glaube, wenn man irgendwo in eine Gruppe kommt, dann wird häufig dann nur so geredet, oh, der ist der Profifußballer und die Leute sehen erstmal nicht natürlich, was einen sonst noch ausmacht. Deshalb ganz wichtig, dass man eine innere Stärke da hat oder ein inneres, ja, Bewusstsein dafür, wer man eigentlich ist, was man alles kann. Auch eben, dass man nicht nur über diese eine Sache definiert wird. Was mir dabei hilft, ist wie immer das Aufschreiben von Stärken zum Beispiel, von meinen eigenen Schwächen und auch Dinge, die ich gern habe, außerhalb von dieser Sportart auch. Also bei mir zum Beispiel war eine ganz, ganz witzige Situation damals mit Timon. Der hat angefangen, Gitarre zu spielen, sich das beizubringen und dann habe ich ihm das nachgetan und wir haben dann beide uns einfach Gitarre spielen beigebracht. Dann hatte ich einfach so auch ein zweites, ja, Hobby, sage ich mal, das, wenn es im Fußball nicht gut lief, ich dann einfach auch mal heimkommen konnte, mir die Gitarre greifen konnte und ein bisschen was üben konnte. So ein Scheiß. Ja, und ich glaube, das hilft eben, dass man selbst weiß und merkt, okay, ich kann außerhalb vom Fußball kann ich auch gut kochen oder ich kann ja gut meinen Freunden zuhören. Und das sind ganz viele Eigenschaften, die uns eben auch ausmachen und die uns dann eben helfen, wenn es in der einen Sache nicht gut läuft, in der anderen Sache ja ausgeglichener wieder an die Dinge ranzugehen. Und ich glaube eben, wenn man dann ausgeglichener im Alltag wieder ist und bei Freunden und Familie, kann man da wieder Kraft tanken und dann fürs Spiel und fürs nächste Training einfach wieder voll da sein und befreiter auch einfach aufspielen. Jetzt würde mich nur interessieren, natürlich wie immer, was denkt ihr dazu? Was sind eure Gedanken? Was sind vielleicht auch eure Strategien, die ihr entwickelt habt, die euch helfen, wenn es mal nicht gut läuft, wenn ihr mal eine Phase habt, in der es ja eher ein Winter ist, dass es ja dann einfach ihr trotzdem in der Situation ja Spaß am Fußball habt oder Spaß im Alltag habt und nicht gleich so genervt seid und so, wie es manchmal bei mir der Fall ist. Genau, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir irgendwie zukommen, sprecht mich an, was weiß ich, schreibt mir privat, ruft mir an, macht was ihr wollt, aber wie immer, lasst mir eure Gedanken zukommen. Ciao.